Hallo und herzlich willkommen zum Finale von unserem ARK-Projekt. Bei mir sind heute einmal der Kopter und der Gerhard. Ja. Hallo. Yeah. Ja, nachdem wir in den letzten Tagen noch die Höhlen oder einige Höhlen gemacht haben und bei manchen erfolgreich waren, bei anderen wiederum nicht so, neigt sich unser ARK-Projekt, dieses ARK-Projekt, dem Ende zu. Ja, und wir werden jetzt ein dickes, fettes Finale einläuten. Und zwar, nachdem wir ja in der letzten Folge schon ein bisschen geschummelt haben, sagen wir es mal so, werden wir jetzt hier gleich die Brutmutter beschwören. Irgendwie läuft der Bronto hier gerade rum. Und werden die mit unseren Dinos bekämpfen und werden mal gucken, was dann passiert. Ja, ich finde es ziemlich traurig, aber andererseits auch cool, da wir ein neues ARK-Projekt haben, dass dieses Projekt zu Ende geht. Ja, wollt ihr auch noch was sagen? Wie fandet ihr es? Ich fand es sehr, sehr schön am Anfang. Hat viel Spaß gemacht. Aber wir haben ja bald wieder einen Anfang. Ja, ich mag Anfänger. Als man glaubt. Ja. Gerhard, möchtest du noch als Baumeister dich äußern? Irgendwie ist es traurig, dass das alles dann weg ist. Ja, irgendwie schon. War Scheiß. doch viel Arbeit. Ja, aber wir haben ja bald was Schönes Neues. Gut. Ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich alle heulen und nostalgisch werden, ich fliege hier mal ein Oh. bisschen hoch, damit hier nichts passiert und du kannst starten. Lol, da ist ein Ding in der Mitte. Unsere Dinos machen nichts. Ja, jetzt machen sie. Wow. Oh LOL, no! Level 320. Oh mein Lol! Gott. Oh fuck! Ich dachte, die halten länger durch. Ja, die Rechse leben noch. Go! Oh mein Nein! Gott. Die ist ja auch Level 320. Nee, die Spinnen sind Ach so. 320. Lebt überhaupt noch was? Ja, der Bronto. Die Stegos auch noch. Nein! Ich glaube an euch. Ja! Die Spinnen sterben langsam. Ah, die Schildkröten! Barney lebt noch. Aber glaube auch nicht mehr so lang. Der Bronto, er schafft es. Der Bronto ist richtig stark. Lebt jetzt nur noch Barney und der Bronto? Ja. Obwohl es. Irgendwie kriegt die Brutmutter so wenig Schaden. Nein! Flitzi. Oh Mann! Der T-Rex, er geht ab. Ja, Aber langsam. der blutet! Ah. Der Bronto blutet halt noch nicht mal! Go, go! Oh, willst du die umbringen? Fuck, die hätte nicht so hoch sein sollen. Barney lebt noch immer. Ein richtig epischer Kampf. Oh Mann, wir brauchen mehr Brontos für den nächsten finalen Kampf.
Jetzt ist der Bronto tot. Oh, T-Rex, er kommt. Er rollt auf. Go, go, go! Barney! Nein! Oh. Nein, Barney! Der Bronto lebt noch. Oh shit! Nein! Die blutet halt nicht mal. Ich? Doch ein bisschen, oder? Nee. Nein, kannst du nicht den Server zurücksetzen? Ich will nicht mehr. Oh fuck. Geh doch weg. Such den Server, der dich mag. Oh nein. 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 Die Welt hasst uns. Ein Blue lebt doch noch. Kämpft er noch? Der ist da eingekugelt. Achso. Oh fuck. Ich hab noch 10% Leben. Ich bin, glaube ich. Nee, ich bin noch nicht ganz tot. Oh. Kein Stamina mehr. Ja. Dein Controller vibriert. Ja. Okay. Leute! Das ist unser letzter Dino, auf dem ich hier gerade. Okay, doch nicht. Aber. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will einfach nicht. Ich mach die Augen zu. Die will mich gar nicht angreifen. Ich lande jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt? Das ist traurig. Oh Mann. Unser Zuhause wird angegriffen. Jetzt wird die ganze Base noch zerstört. Klauen unsere. Oh Gott! Nein! Oh. Ich bin. Wo bin ich gespawnt? Ich bin aus Versehen in der Höhle gespawnt. Oh shit. Ah! Warum spawnen eigentlich lauter 320er Spinnen? Ja. Ich wollte, dass unsere Dinos ein bisschen länger durchhalten. Aber es hat nicht geklappt. So. Und ich glaube, jemand hat die Spinne reingelassen. Eine kleine oder eine große? Eine große. So mittelgroß. Ich glaube, da reicht Insektenspray. Okay. Ich gucke mir das Ganze jetzt noch einmal an. Ja, welches Bett ist das denn? Wie der Bronto da gerade lag. Wie der Controller wieder übelst am Ausrasten ist. Kann die klettern? Glaub nicht. Weiß nicht. Stirbt die jetzt? Wir haben keine Betten mehr. Kann das sein? Jede normale Spinne wäre daran gestorben. An was? Wenn ich die Tür zugemacht habe. Oh. Macht die gerade unsere Base noch kaputt? Oh, hallo Garin. Hallo Kopter. Oh. Wer hat die Tür offen gemacht? Die kommt aber nicht rein anscheinend. Ha, Offplate.
macht jeder die Tür jetzt kaputt? Ich weiß es nicht. Hat die Schaden schon gekriegt? Weiß ich nicht, kann ich nicht gucken. Oh fuck. Weg hier! Warum? Also der Frame auf jeden Fall hat noch keinen Schaden gekriegt. Hallo, Garin. Ah! Nee, die Tür kriegt keinen Schaden. Das? Komm ran! Die blutet! Grün! Oh! Triple-Kill! Drei Betten haben wir noch! Oh, oh. Ich bin im falschen Haus. Alles auf Cooldown! Oh. Ich werde jetzt da spawnen. Und ich spawn jetzt bei unserer ersten Base. Lol. Ich spawn im Eisbiom. Ich bin in irgendeiner komischen Basis. Habt ihr eine zweite gebaut? Dritte? Eine vierte? Okay. Nee. Ja, Leute, das war unser erstes ARK-Projekt. Es ist doch jetzt ein bisschen schneller zu Ende gegangen als gedacht. Wir wollten eigentlich, dass unsere Dinos so ein Dino-Battle des Todes machen. Aber das hat jetzt leider nicht funktioniert. Es war trotzdem traurig und witzig, aber eher traurig. Naja, unser neues ARK-Projekt wird sein auf der Valhalla-Map. Wenn ihr diese Folge seht, ist das andere ARK-Projekt wahrscheinlich schon lange gestartet. Aber das ist ja nicht so tragisch. Schaut da trotzdem rein. Das ist genauso geil wie das hier. Wissen wir jetzt sogar schon. Besser. Ja, wahrscheinlich sogar besser. Das wissen wir jetzt schon alles im Voraus. Und tapfer bleiben und einschalten und was gibt es noch zu sagen? Abo nicht vergessen. Abo, subscribe, comment, tweeten, right. Teilen. Liken? Hatten wir schon Liken? Weiß ich nicht. Ja, und ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist einfach nur alles traurig. Ja. Dann sieht man sich beim neuen ARK-Projekt. Ciao, ciao. Tschüss. Ja.